Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute habe ich mal was anderes mitgebracht und zwar ein wunderschönes Granny. Und zwar habe ich das gleich mal in verschiedenen Farben gehäkelt, damit ihr seht, was es für eine Wirkung hat. Ich finde, es sieht mega aus. Ist auch ein bisschen größer, es ist nicht so wie die normalen kleinen Grannys. Und ich sage euch mal, wie groß das ist. So. Ups, falsche Seite. Dann drehen wir es einfach mal um. So, okay. Da haben wir hier die Breite von 18 cm. Natürlich ist das hier beim Blauen dann genauso. 18 und 26, ja? Okay. Ich finde, es sieht mega aus. Ich habe euch das natürlich wieder Reihe für Reihe erklärt, ja, dass ihr gut mitkommt. Und wenn es doch mal ein Tick für jemanden zu schnell ist, einfach Pause drücken und genau und dann in Ruhe weiter häkeln und erst wieder weiter laufen lassen, wenn ihr soweit seid. Oder mal ein Stückchen zurückspulen. Boah, hier geht gerade die Welt unter, glaube ich. Hier blitzt und donnert und regnet auf einmal. Wahnsinn. Okay. Ja, was muss ich noch sagen? Genau, unterm Video in der Beschreibung findet ihr alles, was ihr braucht, was für Garnich oder Wolle ich verwendet habe, welche Nadelgröße etc. Einfach auf den Titel des Videos klicken und dann öffnet sich die Beschreibung, diese Infobox. Ja? Okay, besucht mich gerne auf Facebook, auf Instagram, wenn ihr mögt. Und wenn euch das Video gefallen hat oder die Grannys, lasst mir gerne ein Like da, ich würde mich sehr freuen. Okay, ihr Lieben, genug geredet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und sage, los geht's. So, meine Lieben, wir benötigen einen magischen Ring. So. Okay. So, dann kommen wir zur Runde 1. Die Runde 1 beginnt mit 3 Luftmaschen, das ist Ersatz für das erste Stäbchen. Umschlag, wir gehen wieder in den Ring, Faden holen und wir häkeln ein einfaches Stäbchen. Also Faden holen durch die ersten beiden Schlaufen, Faden holen durch die letzten beiden Schlaufen. Wieder Umschlag, wir gehen wieder in den Ring, wir holen den Faden, 3 Schlaufen auf der Nadel. Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln und dann die letzten beiden Schlaufen. Wir haben jetzt insgesamt schon 3 Stäbchen, ein Ersatzstäbchen und 2 weitere. Insgesamt brauchen wir 12 Stäbchen im Ring. Also wir häkeln jetzt das 4. Stäbchen. Und das 5. 6. 12. Stäbchen. Also mit Ersatzstäbchen haben wir jetzt 12 Stäbchen gehäkelt. Jetzt nehmt ihr hier den Endfaden und zieht ihn zusammen. Jetzt geht ihr hier in die 3. Luftmasche unseres Ersatzstäbchens. In die 3. Luftmasche unseres Ersatzstäbchens einstechen. Ohne Umschlag. Ups. So. Dann Faden holen und die Runde beenden mit einer Kettmasche. So. Dann könnt ihr noch mal ein bisschen ziehen. So, nicht ganz so doll, aber so. So sollte die erste Runde aussehen. Kommen wir zur Runde 2. Die Runde 2. So. Beginnt mit einer Luftmasche, dann geht ihr in die nächste, über das nächste Stäbchen, ja,
Stecht ein ohne Umschlag. Faden holen und eine feste Masche häkeln. Dann macht ihr 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Dann geht ihr nochmal in dieselbe Masche, wo wir eben die feste Masche reingehäkelt haben. In dieselbe Masche stechen ohne Umschlag. Faden holen. Und auch hier wieder eine feste Masche häkeln. So, da habt ihr jetzt hier so eine Schlaufe, ja? Okay, dann geht ihr in die nächste freie Masche und macht auch da eine feste Masche. Und auch noch in die nächste freie Masche eine feste Masche. So, und in die nächste eine feste Masche. So, und jetzt haben wir insgesamt 3 feste Maschen wieder gehäkelt und jetzt kommen wieder 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 und 10. Und ihr geht in dieselbe Masche, wo wir jetzt die letzte feste Masche eingehäkelt haben, geht ihr nochmal in dieselbe Masche, Faden holen und feste Masche häkeln. Dann wieder 3 feste Maschen in die kommenden 3 Maschen. 1, 2 und 3. Bei der dritten dann wieder 10 Luftmaschen. 1, 2, 4, 5, 6. Und wieder in dieselbe Masche. Nochmal einstechen hier in dieselbe Masche und nochmal feste Masche häkeln. Und die nächsten wieder 1, 2, 3, wieder feste Maschen häkeln. 1, 2 und 3. Und bei der dritten wieder 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 und 10 in dieselbe wieder einstechen und nochmal feste Masche häkeln. So, dann haben wir hier noch eine freie Masche, dann macht ihr eine feste Masche und wir hatten am Anfang die Luftmasche, das war Ersatz für die erste feste Masche, da einstechen, Faden holen und eine Kettmasche häkeln. So, und dann haben wir die Runde 2 geschafft. Kommen wir zur Runde 3. Die Runde 3 beginnt hier gleich in der ersten Schlaufe. Ihr nehmt einen Umschlag, geht in die Schlaufe, Faden holen und häkelt ein Stäbchen. So. Dann kommen weitere 7 Stäbchen, also insgesamt 8 Stäbchen in Folge in die Schlaufe. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, 8 Stäbchen, könnt ein bisschen rüberschieben, das ist nämlich die erste Hälfte von der Schlaufe. Dann kommen 2 Luftmaschen und nochmal 8 Stäbchen in dieselbe Schlaufe. Also wieder 8 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 und das 8. Stäbchen. So,
haben wir die erste Schlaufe behäkelt. Jetzt geht ihr hier unten, haben wir ja die zwei festen Maschen, da geht ihr in die erste, stecht ihr ein in die erste, geht rüber zur zweiten, holt euch den Faden durch und macht eine feste Masche. So, dann wieder Umschlag und ihr geht wieder hier in die nächste Schlaufe und wieder 8 Stäbchen häkeln. So, haben wir wieder 8 Stäbchen, dann kommen wieder 2 Luftmaschen. Und dann wieder 8 Stäbchen. Und die 8. und das 8. Stäbchen. So, dann haben wir hier auch wieder diese Schlaufe behäkelt. Dann haben wir hier wieder unsere 2 festen Maschen dazwischen. Da machen wir quasi eine feste Masche in Reliefstil. Also wir gehen in die erste feste Masche. Dann wechselt ihr einfach hier rüber, kommt hier drüben wieder raus, Faden holen, durchziehen. Bisschen hochziehen und feste Masche häkeln. Und dann geht ihr hier wieder in die nächste Schlaufe und auch wieder 8 Stäbchen, 2 Luftmaschen und weitere 8 Stäbchen in dieselbe Schlaufe. So, und dann sind wir mit Runde 3 rum. So, und als letztes natürlich auch hier wieder in die erste Schlaufe, daneben wieder rauskommen, Faden durchziehen und feste Masche häkeln. So, und beenden hier drüben in der Masche mit einer Kettmasche, festziehen, nochmal eine Luftmasche festziehen, rausziehen und abschneiden. Und da haben wir die Runde 3 geschafft. So sieht es aktuell aus. Und dann kommen wir jetzt zur Runde 4. Ich wechsle jetzt die Farbe. So ihr Lieben, kommen wir zur Reihe Runde 4. Ich nehme die neue Farbe. Wir fangen hier in einer Spitze an, häkeln uns einmal den Faden mit einer Luftmasche an. So. Und fangen an mit 3 Luftmaschen. Das ist Ersatz für das erste Stäbchen. Umschlag in die Spitze. Ein weiteres Stäbchen häkeln. Dann kommen 2 Luftmaschen. Umschlag und in die Spitze nochmal 2 Stäbchen häkeln. 1 und 2. Umschlag. Jetzt häkelt ihr hier gleich über dem ersten Stäbchen ein weiteres Stäbchen, Umschlag, und auch in das nächste, über das nächste Stäbchen ein Stäbchen, Umschlag, und jetzt über das nächste Stäbchen kommt ein halbes Stäbchen, also Umschlag, nächste freie Masche, 3 Schlaufen auf der Nadel und durchziehen. Also ein halbes Stäbchen. Und jetzt kommen in die nächsten 3, 1, 2, 3 freien Maschen jeweils eine feste Masche. 1, 2 und 3.
So, jetzt sind wir hier bei unserem, bei der festen Masche, die wir als Reliefstäbchen gehäkelt haben. Und da häkeln wir jetzt ein vorderes Reliefstäbchen drum. Also Umschlag. Und ihr geht mit Umschlag jetzt um diese feste Masche drumherum, so dass wir ein vorderes Reliefstäbchen häkeln können. Ja, also Faden dann holen und wir häkeln ein Stäbchen. So. Dann lasst ihr hier zwei Maschen frei, gehen ins dritte, häkeln drei feste Maschen. Zwei, drei, dann kommt ein halbes Stäbchen, dann kommen zwei ganze Stäbchen, eins, zwei, jetzt sind wir wieder an der Spitze, da häkeln wir zwei Stäbchen, zwei Stäbchen in die Spitze. Dann zwei Luftmaschen und zwei weitere Stäbchen in die Spitze. Das nächste Stäbchen kommt hier über das erste, was folgt. Da kommt wieder ein Stäbchen rein und ein weiteres Stäbchen über das nächste Stäbchen hier. Als nächstes ein halbes Stäbchen über das Stäbchen, was folgt. Ein halbes Stäbchen. Und jetzt folgen drei feste Maschen in Folge. Also eins, zwei und drei. Wir haben hier wieder zwei Stäbchen frei. Umschlag. Und wir gehen wieder hier mit vorderem Reliefstäbchen um diese feste Masche der Vorrunde drumherum. Faden durchziehen und Stäbchen häkeln. Dann lasst ihr hier wieder zwei Stäbchen frei. In die dritte stecht ihr wieder ein und häkelt drei Stäbchen in Folge. 2, 3. Dann kommt ein halbes Stäbchen und zwei Stäbchen über die kommenden zwei Stäbchen. Wir sind wieder an der Spitze angekommen. Da wieder zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. So, und beendet die Runde in der dritten Luftmasche unseres Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche. Feste Masche, Luftmasche und rausziehen. Abschneiden. Und da haben wir die Runde 4 geschafft und dann kommen wir jetzt zur Runde 5. Die Runde 5 beginnt auch wieder in der Spitze. Einmal anhäkeln mit einer Luftmasche. Drei Luftmaschen häkeln, Ersatz für das erste Stäbchen. Und wir häkeln zwei weitere Stäbchen in die Spitze. Das zweite und ein drittes Stäbchen. So, wir haben angefangen mit einem Ersatzstäbchen und zwei normalen einfache Stäbchen, zwei Luftmaschen und nochmal drei Stäbchen in die Spitze. Eins, zwei, und drei.
Bisschen rüberziehen, Umschlag und wir gehen hier über das erste Stäbchen, häkeln ein Stäbchen, Umschlag, über das nächste Stäbchen ein Stäbchen, Umschlag und über das nächste Stäbchen ein Stäbchen, Umschlag und über das nächste Stäbchen auch ein Stäbchen. So, wir haben nach der Spitze haben wir 4 Stäbchen gehäkelt, nach der Spitze, ja? So, jetzt kommen hier 3 feste Maschen, also nächste freie Masche, feste Masche häkeln, den Faden immer schön mit einhäkeln, dann spart ihr euch das Vernähen. So, das ist die zweite feste Masche und die dritte feste Masche. So. Dann sind wir wieder bei dem Reliefstäbchen. Jetzt haben wir hier nur eine Masche frei. Umschlag. Ihr geht wieder als vorderes Reliefstäbchen drumherum. Faden holen und Stäbchen häkeln. So, dann lasst ihr hier die erste Masche frei. Ihr geht in die zweite und häkelt eine feste Masche. Dann in die nächste eine feste Masche. Und auch in die nächste. Also 3 feste Maschen in Folge. Und jetzt kommen wieder 1, 2, 3, 4 Stäbchen in die kommenden Maschen. 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 3 und 4. Und schon sind wir wieder an der Spitze. In die Spitze häkeln wir 3 Stäbchen, 1, 2 und 3, 2 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen in die Spitze, 1, 2 und 3. Und da ist die Spitze auch wieder erledigt. So, jetzt häkeln wir wieder 4 Stäbchen in Folge. 1, 2, 3, 4. 4 Stäbchen in Folge über die kommenden 4 Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Und jetzt wieder 3 feste Maschen. 3 feste Maschen. 1, 2 und 3. Und wir sind hier wieder bei unserem Reliefstäbchen. Umschlag. Wir haben hier wieder eine Masche frei. Und wir gehen jetzt hier um das Reliefstäbchen und häkeln ein Stäbchen. Dann lassen wir hier wieder eine Masche frei. Wir gehen in die zweite und häkeln eine feste Masche. Und in die nächsten beiden auch jeweils eine feste Masche. Also insgesamt 3 feste Maschen. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4 Stäbchen, wo wir jeweils wieder ein Stäbchen drüber häkeln. Also 4 Stäbchen in Folge. 1, 2, 3 und 4. Und dann sind wir auch schon wieder an der Spitze. Da häkeln wir 3 Stäbchen. 2 Luftmaschen. 3 Stäbchen in die Spitze. 3. Dann sind wir schon wieder hier an der Seite. Da kommen jetzt 4 Stäbchen, 3 feste Maschen und vorderes Reliefstäbchen. So, und da haben wir die Runde 5 auch geschafft. Beenden in der dritten Luftmasche unseres Ersatzstäbchens mit
einer Kettmasche und einer Luftmasche festziehen und abschneiden. So, dann haben wir die Runde 5 geschafft. Dann kommen wir jetzt zur Runde 6. So, und auch bei der 6. fangen wir in der Spitze an. Auch da einmal eine Luftmasche und den Faden anhäkeln. 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen und 2 weitere Stäbchen häkeln. Dann 2 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen in die Spitze. So, jetzt haben wir hier wieder 1, 2, 3, 4, kommen 4 halbe Stäbchen diesmal. Umschlag, über das erste Stäbchen einstechen, Faden holen, halbes Stäbchen häkeln. Umschlag, zweites Stäbchen, ein halbes Stäbchen häkeln. Umschlag, über das nächste Stäbchen, halbes Stäbchen häkeln. Umschlag und über das vierte Stäbchen auch ein halbes Stäbchen häkeln. Also 4 halbe Stäbchen. Jetzt folgen 5 feste Maschen. Also nächste freie Masche, eine feste Masche, über die nächste freie Masche, na, feste Masche 2, dann die dritte feste Masche, die vierte und die fünfte feste Masche. So, dann sind wir hier auch schon wieder beim Reliefstäbchen. Wir haben hier wieder eine Masche frei, das heißt, wir machen Umschlag und wir gehen als vorderes Reliefstäbchen wieder um das Stäbchen der Vorrunde. Machen wieder ein vorderes Reliefstäbchen und sind auch schon bei der nächsten Seite hier beim nächsten Bogen. Wir lassen eine Masche frei, gehen in die nächste, also in die zweite Masche und häkeln eine feste Masche. Und insgesamt häkeln wir 5 feste Maschen. Eine haben wir, die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte feste Masche. Jetzt folgen 4 halbe Stäbchen. 4 halbe Stäbchen. So. Dann haben wir wieder die Spitze, da kommen 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen rein. So, dann wieder 4 halbe Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Und es folgen 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Und dann hier wieder unser Reliefstäbchen, also eine Masche frei hier und dann zum Reliefstäbchen, Stäbchen häkeln und gehen hier rüber und in der zweiten Masche fangen wir mit den 5 festen Maschen an, also 5 feste Maschen, 4 halbe Stäbchen und wir sind an der Spitze mit 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. So, und da haben wir auch die Runde 6 geschafft. Wir beenden in der dritten Luftmasche
des Ersatzstäbchens mit Kettmasche und Luftmasche. Festziehen, rausziehen, abschneiden. Und da haben wir die Runde 6 geschafft. Kommen wir zur Runde 7. Die siebte Runde. Wechsel, Farbwechsel. Jetzt fangen wir hier in einer Spitze an. Also einmal einstechen, einmal festhäkeln. So. Dann macht ihr 2 Luftmaschen, geht nochmal in die Spitze und häkelt eine feste Masche. Dann geht ihr hier gleich über das erste Stäbchen ohne Umschlag, Faden holen, feste Masche häkeln, erste feste Masche. So, dann gehen wir über das nächste Stäbchen, zweite feste Masche, dann die dritte, vierte und die fünfte feste Masche. So. Also ich zähle jetzt hier 5 feste Maschen. Ich zähle nicht die feste Masche in der Spitze mit. Ja, die ist extra. Okay. Also 5 feste Maschen in Folge von der Spitze an. Umschlag. Jetzt kommen 2 halbe Stäbchen in die nächsten beiden Maschen. 2 halbe Stäbchen. 1, 2. Und jetzt kommen 4 einfache Stäbchen oder ganze Stäbchen. So, Umschlag, nächste freie Masche, erstes Stäbchen. Umschlag, nächste freie Masche, zweites Stäbchen. Umschlag, nächste freie Masche, drittes Stäbchen. Umschlag, nächste freie Masche, viertes Stäbchen. Wir haben wieder eine Masche frei. Hier kommt wieder unser Reliefstäbchen. Das häkeln wir auch. Wir machen also einen Umschlag. Und wir gehen wieder um das Stäbchen hier, um das Reliefstäbchen drum. Faden holen, Stäbchen häkeln. So, wir kommen zum nächsten Bogen. Wir fangen jetzt mit 4 Stäbchen an. Eine frei, nächste einstechen. Erstes Stäbchen, Umschlag, nächste freie Masche, zweites Stäbchen, Umschlag, nächste freie Masche, drittes Stäbchen, Umschlag, nächste freie Masche, viertes Stäbchen. Dann kommen 2 halbe Stäbchen in die nächsten beiden Maschen, jeweils ein halbes Stäbchen, 1, Umschlag und nächste freie Masche, das zweite halbe Stäbchen. Und jetzt kommen 5 feste Maschen. 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Und wir sind bei der Spitze. In die Spitze. Eine feste Masche. 2 Luftmaschen. Und eine feste Masche. So, jetzt hier wieder 5 feste Maschen in Folge. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommen 2 halbe Stäbchen. 1 und 2. Dann kommen 4 ganze Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Ups. Und wir sind wieder beim Reliefstäbchen. Wir haben hier wieder eine frei. Eine Masche bleibt hier frei. Und wieder ein Reliefstäbchen häkeln. Also um das vorhergehende Reliefstäbchen drum. Faden holen. Stäbchen häkeln. Und dann beginnen wir hier auch wieder. Eine frei. Nächste einstechen. 4 einfache Stäbchen. Also 4 ganze Stäbchen häkeln. In Folge. 2. 3,
und 4. Dann 2 halbe Stäbchen. 1, 2 und 5 feste Maschen häkeln. 1, 2, 3, 4 und 5. Und wir sind wieder an der Spitze. An der Spitze eine feste Masche, 2 Luftmaschen und noch eine feste Masche in die Spitze. Dann wieder hier anfangen, 5 feste Maschen. So, dann haben wir die Runde 7 geschafft und wir gehen hier vorne, hat man ja die eine Luftmasche, da geht ihr rein und macht eine Kettmasche und eine Luftmasche zum Festziehen und dann wieder abschneiden. So, und dann haben wir die Runde 7 geschafft. So sieht es aktuell aus. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Blendet ein bisschen. So, jetzt seht das gut. Okay, wir kommen zur Runde 8. So, die Runde 8, auch die beginnt in einer Spitze. Wir nehmen uns die neue Farbe, häkeln sie an. So, machen dann 2 Luftmaschen, das ist Ersatz für das erste halbe Stäbchen. Umschlag, wir gehen wieder in die Spitze. Faden holen. Häkeln ein zweites halbes Stäbchen sozusagen. Ja, die ersten beiden Luftmaschen waren Ersatz für das erste halbe Stäbchen und dann häkeln wir noch ein halbes Stäbchen. Dann macht ihr 2 Luftmaschen, Umschlag, wir gehen wieder in die Spitze, häkeln ein halbes Stäbchen. Umschlag und wir gehen nochmal in die Spitze und häkeln ein halbes Stäbchen. Jetzt kommen in Folge 7 feste Maschen. Also ohne Umschlag, hier über der ersten Masche gleich einstechen, feste Masche häkeln. 1, nächste freie Masche, zweite feste Masche häkeln, nächste freie Masche, die dritte feste Masche, dann die vierte, die fünfte, die sechste und die siebte feste Masche in Folge. So, dann Umschlag. Die nächsten beiden kommt jeweils ein halbes Stäbchen. Ein halbes Stäbchen einmal und auch in die nächste Masche ein halbes Stäbchen. So, 2 halbe Stäbchen gehäkelt. Jetzt kommen 2 ganze bzw. 2 einfache Stäbchen. Das erste und das zweite. Wir haben wieder eine Masche übrig, die lassen wir auch frei. Wir machen Umschlag und häkeln wieder ein vorderes Reliefstäbchen. Und Umschlag. Wir lassen hier wieder ein Stäbchen frei, wir gehen ins zweite und häkeln ein Stäbchen. Umschlag, nächste freie Masche, ein Stäbchen häkeln. Umschlag, nächste freie Masche kommt ein halbes Stäbchen. Umschlag, nächste freie Masche, auch ein halbes Stäbchen. Und jetzt kommen 7 feste Maschen in Folge. Also ohne Umschlag, Faden holen, feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier haben wir die siebte
So, haben wir 7 feste Maschen in Folge und wir sind wieder an einer Spitze. Das heißt, Umschlag, wir gehen in die Spitze und wir häkeln ein halbes Stäbchen. Umschlag, wir gehen in die Spitze und häkeln ein zweites halbes Stäbchen. Wir machen 2 Luftmaschen und wir häkeln in die Spitze nochmal 2 halbe Stäbchen. 1 und 2. So, dann haben wir die Spitze wieder fertig. Wir sind jetzt auf der gegenüberliegenden Seite des Buchens hier, ja. Und wir häkeln jetzt hier wieder zurück. Das heißt, wir fangen nach der Spitze an, gehen in die allererste Masche und häkeln unsere erste feste Masche von 7. Also wieder 7 feste Maschen in Folge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So, wieder 7 feste Maschen in Folge. Als nächstes kommen 2 halbe Stäbchen, ein halbes Stäbchen und ein zweites halbes Stäbchen. Dann kommen 2 ganze Stäbchen. 1 und 2. Und wir sind hier wieder an unserem Reliefstäbchen. Wir lassen hier dieses Stäbchen frei. Wir gehen gleich rüber zum Reliefstäbchen. Und wir häkeln hier wieder ein vorderes Reliefstäbchen. So, dann wieder Umschlag. Wir lassen hier wieder die erste Masche frei. Wir gehen ins zweite und häkeln unser erstes Stäbchen. 1 und wir häkeln ein weiteres Stäbchen in die nächste freie Masche. Dann kommen 2 halbe Stäbchen. 2 halbe Stäbchen und jetzt wieder 7 feste Maschen in Folge. 7 feste Maschen in Folge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und wir sind wieder an der Spitze hier. Da kommen jetzt wieder 2 halbe Stäbchen. 1, 2. 2 Luftmaschen und nochmal 2 halbe Stäbchen in die Spitze. 1 und 1 zweites. So, und dann geht es wieder los mit 7 festen Maschen, 2 halbe Stäbchen, 2 ganze Stäbchen. So, und da haben wir die Runde 8 auch geschafft. Beenden hier vorne in unserem Ersatzstäbchen in der zweiten Luftmasche. Mit Kettmasche und eine Luftmasche zum Festziehen, rausziehen und abschneiden. So, haben wir die Runde 8 geschafft. So sieht es aktuell aus. Kommen wir zur Runde 9. So, Runde 9 beginnt auch in einer Ecke. Also wir gehen in die Ecke, holen uns die neue Farbe wieder, anhäkeln, geht nochmal rein, häkelt eine feste Masche, hier mit anhäkeln, so. Okay, feste Masche häkeln, dann 2 Luftmaschen und noch eine feste Masche in die Spitze. Also Spitze bei Runde 9 heißt feste Masche, 2 Luftmaschen, feste Masche. Okay, so, jetzt geht es wieder hier runterwärts. Das heißt, wir stechen hier in die allererste Masche. Ihr müsst ja wirklich schauen, hier ist die allererste Masche, ja? Also wirklich drauf achten.
Faden holen, feste Masche häkeln. 1, nächste freie Masche, 2, weiter, 3, 4, immer wieder in die nächste freie Masche, 5, 6, 7. und die 8. So, dann ein Umschlag, nächste freie Masche, halbes Stäbchen. Umschlag, nächste freie Masche, halbes Stäbchen. Und jetzt kommen 2 ganze Stäbchen. 1 und 2. Also hier bei Runde 9 bestehen jetzt die Seiten, nur die Seiten, nicht die Spitze, ja, von 8 festen Maschen, 2 halbe Stäbchen, 2 ganze Stäbchen. Die Spitze, feste Masche, 2 Luftmaschen, feste Maschen. Okay. So, dann hier wieder eine frei, ein Stäbchen. Umschlag und wir gehen hier rüber zum Reliefstäbchen und häkeln wieder ein vorderes Reliefstäbchen. Dann wieder Umschlag. Ihr lasst hier wieder eine frei, ein Stäbchen, geht in die zweite und häkelt ein Stäbchen. Umschlag, nächste freie Masche, ein einfaches Stäbchen häkeln. Umschlag, die nächsten beiden Maschen jeweils ein halbes Stäbchen. Umschlag, nächste freie Masche, das zweite halbe Stäbchen. Und jetzt kommen hier 8 feste Maschen in Folge. 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Moment, 6, 7 und 8. So, jetzt sind wir wieder hier an der Spitze. Das heißt, in die Spitze feste Masche, 2 Luftmaschen und nochmal eine feste Masche in die Spitze. So, Spitze abgeschlossen. Jetzt sind wir wieder hier auf der Seite. Das heißt, in die allererste Masche und die ist hier. Ja, hier ist die erste feste Masche und hier ist der Einstich. Da einstechen und die erste feste Masche häkeln. 1 und dann in jede weitere Masche auch eine feste Masche, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, 8 feste Maschen in Folge, dann kommen 2 halbe Stäbchen. 1 und 2. Und 2 ganze Stäbchen. So, und dann sind wir hier schon wieder bei unserem Relief, beim Reliefstäbchen. So, wir lassen hier natürlich dann wieder dieses eine Stäbchen frei und gehen rüber zum Reliefstäbchen und häkeln unser Stäbchen. So. Umschlag, wir lassen auch hier jetzt das erste Stäbchen frei und gehen in das zweite. Und wieder 2 ganze Stäbchen in die kommenden freien Maschen. So. Dann in die nächsten beiden jeweils ein halbes Stäbchen. Und jetzt kommen wieder 8 feste Maschen in Folge. So.
So, und da haben wir auch die Runde 9 geschafft. Und hier vorne in der zweiten Luftmasche unseres Ersatzhalbenstäbchens. Moment. Ach Quatsch, hier haben wir ja keine halben Stäbchen. So, und jetzt hier vorne in der festen Masche, Kettmasche häkeln, eine Luftmasche raus und abschließen. Und da haben wir die Runde 9 geschafft. So sieht's aus. Kommen wir zur Runde 10. Auch Runde 10 beginnt, nee, nicht in der Spitze, sondern daneben. Also hier in diesem ersten, in der ersten festen Masche hier von der Spitze, da stecht ihr ein, holt euch die Farbe und macht einmal fest und einmal zwei Luftmaschen. Na, nochmal, das muss ich selber gucken, einmal anhäkeln, festziehen und zwei Luftmaschen. Das ist Ersatz für das erste halbe Stäbchen. Umschlag und jetzt geht ihr in die Spitze, Faden holen, halbes Stäbchen häkeln, zwei Luftmaschen, Umschlag in die Spitze, ein halbes Stäbchen häkeln und jetzt in jede weitere Masche immer ein halbes Stäbchen bis zum Reliefstäbchen, ja? Also immer halbes Stäbchen, bis ihr hier angekommen seid. In jede Masche ein halbes Stäbchen. So, jetzt sind wir hier bei unserem Reliefstäbchen. Da häkeln wir jetzt ein letztes Mal ein Reliefstäbchen. Und dann machen wir weiter. Jetzt kommt wieder in jede Masche ein halbes Stäbchen. Bis zur Spitze. In jede Masche ein halbes Stäbchen. So, und an der Spitze angekommen. In die Spitze ein halbes Stäbchen, zwei Luftmaschen und ein halbes Stäbchen in die Spitze. Und dann geht es wieder weiter. In jede Masche, die kommt, ein halbes Stäbchen. So, dann sind wir hier wieder beim Reliefstäbchen. Da häkeln wir auch noch mal ein letztes. So. Und dann wieder in jeder Masche ein halbes Stäbchen. So, dann haben wir die Runde 10 geschafft. Beenden die Runde in der zweiten Luftmasche unseres Ersatzstäbchens hier mit Kettmasche. So, Runde 10 geschafft. Kommen wir noch zur Runde 11 und zur Runde 12. So, Runde 11 und Runde 12 sind beide gleich. Deswegen zeige ich euch die jetzt einmal, weil die Runde 12 wiederholt sich genau wie Runde 11. Okay, ihr Lieben, ihr macht hier wieder zwei Luftmaschen als Ersatz für das erste halbe Stäbchen. Umschlag, ihr geht hier über das erste Stäbchen drüber, häkelt ein halbes Stäbchen. Umschlag, ihr geht in die Spitze und häkelt ein halbes Stäbchen, zwei Luftmaschen und nochmal ein halbes Stäbchen in die Spitze. Umschlag, ihr geht hier über das erste, über die erste Masche, beziehungsweise in die erste Masche, halbe Stäbchen häkeln. Und ihr häkelt jetzt in jede Masche wieder ein halbes Stäbchen. So, jetzt sind wir hier wieder bei unserem Reliefstäbchen. Da häkeln wir jetzt kein Reliefstäbchen, wir häkeln hier auch einfach nur ein halbes Stäbchen rein. Und rüber zum nächsten.
Also wirklich nur noch halbe Stäbchen. So, da sind wir auch schon wieder an der Ecke angekommen. In der Ecke ein halbes Stäbchen, zwei Luftmaschen und nochmal ein halbes Stäbchen in die Ecke. Und dann geht es hier wieder weiter gleich mit der ersten Masche, die kommt. Kommt ein halbes Stäbchen und in jede weitere auch. Beim Reliefstäbchen häkeln wir jetzt auch nur das halbe Stäbchen, kein Reliefstäbchen mehr. Und das machen wir bei Runde 12 genauso. Also Runde 12 ist dann auch nur halbe Stäbchen. Die Ecke wird genauso gehäkelt wie in Runde 11. So, dann habe ich hier auch die 12. Reihe geschafft. Auch hier natürlich in der zweiten Luftmasche des Ersatzstäbchens mit Kettmasche beenden, eine Luftmasche ausziehen und abschneiden. Und dann haben wir es geschafft. So, natürlich noch spannen. Und dann ist das ein ganz bezauberndes Granny. Okay, so, das können wir weg. So, also, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich, dieses wunderschöne Granny zu häkeln. Und wenn man da natürlich ganz viele häkelt, wisst ihr sicher, kann man sich Pullover, Jacken, Taschen, Decken, alles Mögliche damit machen. Und wenn man besonders so schöne Grannies hat, wären die Teile natürlich noch schöner, wie Pullover, Jacke etc. Ja? Also jetzt noch ein bisschen spannen und dann ist es geschafft. Also ganz lieben Dank fürs Schauen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich und euch gefällt das Granny genauso gut wie mir. Okay, ihr Lieben, alles, was ihr wissen müsst, findet ihr unter dem Video. In der Infobox, in der Beschreibung, einfach auf den Titel des Videos klicken und dann öffnet sich die Beschreibung. Da steht halt drin, was für Wolle ich genommen habe, welche Nadelgröße und, ja. Okay, ihr Lieben, dann besucht mich auf Facebook, auf Instagram, wenn ihr mögt. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich sag dann mal, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!